Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Smaragd. Mein Name ist Julian von Julian Entertainment und ich habe mir ein paar Möglichkeiten überlegt. Ich habe trainiert stundenlang, meine Pokémon. Und ich zeige euch das Ganze mal gerade ganz kurz. Und zwar habe ich jetzt ein Zumpex. Ich habe ganz viele neue Attacken, ich habe ganz viel trainiert. Ein Zumpex, ich weiß nicht, wie es letztes Mal war, das müsst ihr nachgucken. Ein Zumpex auf Level 50. Das dürfte letztes Mal auch schon fast auf Level 50 gewesen sein. Typ Wasser und Boden. Und trägt jetzt das Item Seerauch, welches Wasserattacken verstärkt. Ich glaube, das bringt mir nicht viel, weil ich Wasser nie benutze, aber ich habe es ihm irgendwann mal gegeben, weil es einfach sinnvoll war. Die Attacken sind jetzt folgende. Bodycheck, als normale Attacke wollte ich mir einfach behalten. Dann haben wir Erdbeben ihm beigebracht statt Lebensschuss, denn Lebensschuss ist auch Boden, Erdbeben ist auch Boden. Das heißt, wir behalten eine Bodenattacke und die würde uns auch noch bei einem gewissen Pokémon nachher sehr helfen. Erdbeben, sehr mächtige Attacke, hatte ich noch als TM, falls ihr euch erinnern könnt. Surfer hat er natürlich weiterhin. Stärke habe ich ihm verlernt, beim Attackenverlerner in Segrasub City. Surfer weiterhin starke Wasserattacke, zudem eine wichtige VM. Und Blizzard habe ich ihm beigebracht, damit er auch eine Eisattacke zur Verfügung hat. Und vor allen Dingen Blizzard kann man kaufen, das heißt, die kann ich beliebig oft benutzen, kaufen, beibringen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich es einfach mal probiert. Statt Stärke eigentlich. Bodycheck hatte es schon, Erdbeben ist statt Lehmschuss, Surfer hatte es schon und Blizzard ist quasi statt Stärke dazugekommen, weil ich Stärke verlernt habe bewusst. So, dann haben wir, ja, das ist schön. So, dann haben wir unser Raichu, welches sich attackenmäßig nie wirklich viel verändert hat. Schockwelle als schnelle Elektroattacke, Donnerblitz als zweite Wahl und Donner als keine hundertprozentig treffende, aber immerhin hundertprozentig starke Attacke, 120 Stärke. Ist natürlich richtig, richtig geil und die wird uns auch auf jeden Fall extrem noch helfen. Slam, ja, habe ich noch keinen Ersatz für gefunden und ist ja auch mal ganz, ganz nett, ne, eigentlich. Aber Raichu ist inzwischen, wie ihr vielleicht eben sehen konntet, Level 49. Den habe ich richtig exzessiv trainiert, denn der hilft uns eigentlich bei fast allen Gegnern in den Top 4 so ungefähr, weil der halt gegen Wasser richtig was reißt und das ist vor allen Dingen richtig wichtig, weil wir gegen Wasser sonst eigentlich keine Waffe haben, außer Kapalorus und der kommt gleich noch. So, wir haben Hariyama, der ist jetzt eine Kampfmaschine hoch 10. Wir haben ein paar, zwei TMs ihm beigebracht, die man teilweise finden kann. Einen hatte ich glaube ich auch schon. Also, Überwurf kanntet ihr ja schon, Genauigkeit 100, Stärke 70. Armstoß kanntet ihr auch schon, Genauigkeit 100 und 2 bis 5 Schläge mit 15 Stärke. Aber wir haben jetzt noch zwei weitere Attacken, Durchbruch mit 75 Stärke. Etwas stärker als Überwurf immerhin und ein paar KP immer, und ein paar AP halt mehr. Und wir haben Power Punch. 150 Stärke bei 100 Genauigkeit. Muss er erst seinen Fokus für aufbauen eine Runde lang und dann kommt Power Punch, aber richtig heftig, egal bei welchem Gegner eigentlich. Außer vielleicht bei denen, die gegen Kampf relativ sinnlos sind. Also zum Beispiel Geist, bringt es natürlich trotzdem nichts. Aber beim Rest, solange er nicht seinen Fokus verliert durch eine starke Attacke, wobei ich da noch nicht ganz verstanden habe, warum er seinen Fokus immer verliert, das muss ich noch rausfinden. Hariyama habe ich auf Level 46 trainiert. War auch eine ganz schöne Heidenarbeit, aber hat Spaß gemacht, weil ich das Pokémon irgendwie cool finde. Also ist meine Kampfmaschine und hilft mir auch bei einem der Top 4 extrem, werdet ihr sehen. Und vor allen Dingen hilft auch die Tatsache, dass das Hariyama 203 KP hat. Also das ist richtig, richtig heftig. Ich muss ihm den EP-Teiler gleich nochmal kurz wegnehmen. Müsst ihr mich dran erinnern. Dann haben wir das Stolos. Wir haben uns ja so einen Stollrack gefangen auf Level 38, glaube ich. Habe ich 7 Level trainiert auf Level 45. Hat jetzt 130 KP. Hat immer noch keine super geilen Attacken. Zerschneider ist nur vorübergehend beigebracht, weil ich einfach mir ein paar Items dran zu kommen, das brauchte. Hat einfach relativ viele KP und mit Eisenschweif, Stahl ist es gegen ein paar Pokémon der Gegner relativ effektiv. Muss man mal gucken, ich weiß noch nicht, was ich mit dem anfangen kann. Dann haben wir Kapalorus, der ist jetzt Level 43, hat ein paar neue Attacken verpasst bekommen, also Absorber hatte er schon, ist leider sehr schwach, aber die stärkere Variante davon, Gigasauger, die uns noch sehr helfen wird, die habe ich ihm beigebracht, leider nur 5 AP, aber gut, macht ja nichts. Blizzard, die Attacke, die man kaufen kann in Segrasub City im Einkaufszentrum, habe ich ihm auch beigebracht. Und Eisstrahl hatte ich als TM. Deswegen ist das hier auch so ein bisschen meine Eis- und meine Pflanzenwaffe. Habe ich mir so ein bisschen kombiniert halt, weil ich von keinem jetzt nur Attacken hatte und da es Eis auch erlernen kann, fand ich es ganz praktisch, wenn es auch Eis erlernt. Kamerupp kommt als letztes, hat Hitzekoller und Feuersturm als richtig heftige Feuerattacken. Ja, Glut ist so das Tackle unter den Feuerattacken und wir haben auch noch eine Gesteinsattacke, das ist auch auf jeden Fall nicht schlecht, das sollte man nie, ja, unterschätzen, sage ich mal. So, wir nehmen jetzt Hariyama noch kurz das Item nehmen, so, EP-Teiler erhalten, wir gucken kurz in unserem Beutel.
Kraft. Achso, ja, noch weitere Neuigkeiten. Und zwar, ich habe mir in Bad Lavastadt, das ist glaube ich bei einem Shop, Beleber und Hypertränke gekauft. Aber halt, die heißen da nicht so, sondern die heißen da. Mal kurz hier oben gucken, wo sind sie? Vitalkraut. Kurz mal hier nach unten schieben, damit wir die alle aufeinander haben. Vitalkraut, ein bitteres Kraut, das besiegte Pokémon belebt. Ich weiß, die Pokémon mögen mich dann nicht mehr besonders toll, weil es halt bitter ist. Aber Vitalkraut ist wie Beleber, nur füllt es alle KP wieder auf. Also wie ein Top-Beleber und die kann man sonst nirgendwo kaufen und da sind die halt relativ erschwinglich. Heilpuder, genau das gleiche, ersetzt den Hyperheiler, ist aber viel preiswerter und Kraftwurzel ersetzt den Hypertranko, ist aber ebenfalls viel preiswerter. Also 200 Dingens füllt das auf. So, Lachsrauch, senkt Genauigkeit des Gegners, das können wir irgendwem geben. Das gebe ich jetzt, glaube ich, Kamerupt, oder? Trägt bereits X-Spezial. Ja, sollen ausgetauscht werden, denn das Problem ist, dass Kamerupt sehr wenig KP hat und dann in den Kämpfen, wo ich wirklich auf diese eine Feuerattacke angewiesen bin, dass der Gegner dann Surfer macht und es sofort weg ist. Und das ist extrem nervig, das sage ich euch. So, hebt den Spezialangriffswert ans Pokémon. Werde ich wem geben, und zwar Raichu. Mehr Spezialangriff ist nie gut, ist nie schlecht. Was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwas Sinnvolles? Denn das ist hier wirklich der entscheidende Kampf. Es wird kein stärkerer Gegner, also kein... Doch, es wird noch ein stärkerer Gegner kommen, nämlich Troy und vielleicht auch noch ein paar andere. Aber keine fünf Gegner mehr hintereinander, die so extrem stark sind. Also deswegen können wir jetzt wirklich eigentlich alles raushauen. AP Plus hebt die maximale AP einer Attacke. Das werde ich bei Raichus Donner auf jeden Fall machen. Das werde ich, bei Lotis Gigasauger machen. Das werde ich zudem... Ja, wobei, sonst ist es, glaube ich, nicht wirklich nötig. Kamerupt ist es nicht nötig. Müssen wir mal gucken, ob wir das eventuell brauchen werden. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ja, sonst ist hier echt nicht viel zu tun. Ich speichere das Spiel mal kurz im Emulator. Nicht wundern, ich drücke jetzt nicht auf Speichern. Wobei, ich sicherheitshalber speichere ich es auch nochmal hier. So, Spiel gespeichert. Und ich würde sagen, wir speichern nochmal im Emulator und gehen rein. Wir machen, glaube ich, in der ersten Aufnahme, also in dieser Folge, erstmal die ersten beiden Gegner und dann gucken wir, ob wir den dritten und vierten Gegner in einer Aufnahme machen und dann in der nächsten, in der dritten Folge quasi den Champ und so ein bisschen nachgeplänkel, also zum Professor gehen, die Siegerehrung so ungefähr, ich sage erstmal den Abspann und so weiter. Und dann passt das schon. So. Sprechen wir ihn mal an. Ich bin Ulrich von Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Und das glaube ich auch. Und ich hoffe, ich habe jetzt was richtig gemacht. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Sorry dafür. Ich gehe mal kurz zurück, denn das ist jetzt nicht cheaten. Ich habe einfach quasi nochmal neu gestartet. Ich hätte auch das Spiel normal laden können, aber ich bin jetzt so zurückgegangen. Denn wir wollen Hariyama an erster Stelle haben. Das ist jetzt das Wichtige. warum... Ja, werdet ihr gleich sehen, würde ich mal sagen. Ich bin Ulrich von Top 4, ich mag deinen herausfordernden Blick. Ja, haben wir schon gehört, Ulrich. Und wir wollen es dieses Mal definitiv schaffen. Ich will das nicht nochmal probieren. Ich will das jetzt schaffen. Also ich werde es nochmal probieren, aber mit anderen Pokémon vielleicht später mal. So, Magnane. Ein Unlicht-Pokémon. Ja, nur vom Typ Unlicht, sonst nichts. Was ich mir zum Vorteil machen kann, denn Unlicht hat eine gewisse Schwäche und zwar gegen Kampf, wie ihr euch jetzt inzwischen schon wahrscheinlich fast denken könnt. So, Sandwirbel schwächt meine Genauigkeit, das ist etwas nervig, aber ich hoffe mal, Durchbruch trifft trotzdem, genau trifft. So, bei Magnane lohnt es sich noch nicht, dieses zu machen, wo man eine Runde wartet, dieses Power Punch. Oh, Risikotackle, das hat er bei mir in den vorigen Versuchen nicht gemacht. Also ich habe ja auch mit diesem Team jetzt schon öfters mal versucht, das hier zu schaffen. So, und das war's mit Magnane. So. Level 46. Tengulist. Ja, da werde ich wechseln. Das haben wir ja in unserem ersten Versuch, sage ich mal, auch schon gehabt. Boah, Hariyama. Ist echt gut und Kamerupt ist leider echt schlecht. Also ich habe Kamerupt nicht irgendwie die Zeit gehabt, das zu trainieren oder beziehungsweise auch keine Lust und so weiter, keine Ahnung. Deswegen hat es so verdammt wenig KP. Also 121 ist schon echt wenig. Angeberei ist schon richtig ätzend. So, Angriff steigt stark, aber ich bin verwirrt und ich hoffe, das wird mir jetzt nicht zum Nachteil. Komm, bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 lass die Feuerattacke durchkommen. Sei sauber.
Auch Tengulis ist Unlicht, das heißt, auch da hätte ich es mit Kampf versuchen können, aber Feuer ist bei einem Pflanzen-Pokémon natürlich noch viel geiler, obwohl der 8 Level über mir ist. So, Kamerup wird Krebutak. Ja, da werde ich wieder wechseln. Und zwar wieder auf Hariyama. So. Ja, ihr seht schon, der erste Gegner ist nicht so das Riesenproblem. Werdet ihr auch gleich nochmal sehen. So, jetzt versuche ich mal diese Attacke, wo ich mich erst aufladen muss. Die sieht vor allen Dingen sowas von geil aus, ich sage es euch. So, jetzt stärkt er seinen Angriff, was ihm gar nichts bringt, da ich jetzt auf einen One-Hit hoffe. Ja, das sieht geil aus, oder? Ja, und es war ein One-Hit. Das war's mit Krebutak. Das ist der Vorteil. Krebutak macht sehr oft als erstes Schwerttanz. Und das ist ein Vorteil. So, gegen Absol machen wir die gleiche Taktik. Absol ist nämlich auch, soweit ich weiß, glaube ich, rein Unlicht. Ja, genau, ist rein Unlicht. Krebutak wäre als zweiter Typ noch Wasser gewesen, aber das ist in diesem Fall nicht so entscheidend gewesen. Klar, dann hätte ich auch Elektro nehmen können oder sowas, aber pff, scheiß drauf. Wenn ich aber mein geiles Kampf-Pokémon draußen habe, dann nehme ich es auch. So. Ihr seht, das sieht ein bisschen besser aus. Ich wusste von dieser Kampfschwäche von Unlicht-Pokémon überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Hatte ich komplett verdrängt, sage ich mal. Und mit Hariyama und Kamerup schafft man diesen Kampf hier wirklich echt gut. Wahrscheinlich würde man ihn sogar nur mit Hariyama sehr gut schaffen. Ohne überhaupt irgendein anderes Pokémon einsetzen zu müssen. Kommt drauf an, wie oft der Gegner mit seinen Attacken trifft, natürlich. Egelsamen ist recht nervig, aber es ist sein letztes Pokémon, deswegen wird ihm das nicht mehr ganz so viel bringen. Feuersturm trifft auch noch, das ist sehr gut. Und Feuersturm ist ein One-Hit. Womit wir komplett ohne, nee, nicht komplett ohne KP-Verlust, aber nur mit ein bisschen KP-Verlust bei Hariyama, diesen Gegner schon geschafft hätten. Nun hör dir an, was der Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet und du sollst in den nächsten Raum gehen. Nein, ich will das nicht nochmal hören. Zum nächsten Kampf. Ja, exakt, so sieht's aus. Und wir machen Folgendes. Hypertrank nehme ich ja erstmal nicht, sondern ich nehme schon gleich mal die Kraftwurzel. Und zwar Hariyama, damit das hier alles wieder im Lot ist. So, ich habe mir auf meinem anderen Bildschirm mal kurz die Übersicht der Gegner-Pokémon wieder nach vorne geholt, sage ich mal einfach. Das ist sehr praktisch. So, jetzt kommt ein extrem nerviger Kampf. Jetzt kommt ein richtig, richtig nerviger Kampf. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und zwar hat Antonia ja Geist-Pokémon, beziehungsweise eins ist Unlicht, aber es bringt mir auch nichts, weil Kampf gegen Geist ja nichts bringt. Und das ist Pokémons Unlicht und Geist, nämlich Zubiris. Aber es hat jedenfalls hauptsächlich Geist-Pokémon. Das heißt, Hariyama kann ich komplett vergessen. Und ich kann auch so gut wie alles andere vergessen, denn gegen Geist gibt es wenig Stärken. Also wie gesagt, die Stärken sind Geist und Unlicht. Und ja, ich habe keinen Geist-Pokémon, beziehungsweise keine Geist-Attacken und auch keine Unlicht-Attacken, daher ist das echt behindert, kann man nur sagen. So, wir speichern an dieser Stelle nochmal. So, und ich weiß nicht, was ich jetzt machen werde. Auf jeden Fall Hariyama natürlich nicht nach vorne, aber meistens mache ich das dann so, dass ich mit Sumpex anfange. Einfach so. Stolos kann mir auch noch ein bisschen helfen. Wie gesagt, es hilft mir alles nur ein bisschen, aber es hilft mir nicht so wirklich. So, das ist ja die Ische, die am Pyroberg trainiert hat, um es mal so zu sagen. So, der dritte Gegner, kann ich euch jetzt sagen, der wird wieder viel einfacher oder zumindest viel, viel interessanter, weil ich kann gegen Geist einfach nichts ausrichten, nichts, ja, Besonderes. Beim nächsten Kampf muss ich mich auf die Gegner-Pokémon wieder einstellen. Hier muss ich mich nicht drauf einstellen, hier muss ich einfach nur meine stärksten Attacken rausholen. So, Erdbeben ist Boden, kann also auch helfen durchaus. Aber Erdbeben brauche ich später noch, deswegen will ich das eigentlich nicht so exzessiv jetzt betreiben. Wobei, andererseits, ich habe genug AP-Heiler dabei. Man kann die, wie ich festgestellt habe, leider nicht kaufen, was ich wirklich nicht mehr wusste. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe in der letzten Aufnahme. Aber ich wusste wirklich nicht, dass man sie nicht kaufen kann, die AP, ja, AP-Tränke, Heiler und so weiter und so fort. Nervig, ja, sehr nervig. Jetzt bin ich verwirrt, oder? Okay, das ist ätzend. Sehr ätzend. Und ich werde mich vor Verwirrung selbst verletzen. Nein, tue ich nicht. Nice. Zwerglob ohne KP-Verlust besiegt mit Erdbeben und Surfer.
Ich habe genug Surfer zum Glück. Und wie gesagt, Sumpex werde ich nochmal so ein Viech geben, was alle AP irgendwie so auffüllt, weil ich sowohl Surfer als auch Erdbeben noch ein paar Mal brauche. Und auch Blizzard werde ich brauchen. Bodycheck ist so das Einzige, was ich nicht so oft brauchen werde. Ich habe doch nicht schon 6-mal Erdbeben eingesetzt. Hey, ich check das einfach nicht. Das hatte ich schon mal. Ich habe doch nicht 6-mal Erdbeben eingesetzt. 3-mal vielleicht. Ich verstehe die Logik einfach nicht. Wow, Volltreffer, Glück gehabt. Damit hätten wir Banette ebenfalls besiegt. Zubiris, nö, werde ich nicht wechseln, wofür auch. Wie gesagt, lassen sich alle einfach nur durch Kampfkraft besiegen, einfach nur durch starke Attacken, die nicht normal oder Kampf sind. Denn normal oder Kampf ist ja scheiße gegen Geist. Wow, das war nicht schlecht. Aber wie gesagt, Surfer brauche ich auch, glaube ich, nicht mehr. Deswegen werde ich das jetzt auch brauchen. Ja, Top-Genesung war mehr oder weniger klar, wenn ich ihm auch schon so ein bisschen übrig lasse. Und sauber. Direkt 2 miteinander Surfer und das wäre es auch damit zu Zubiris. Dieser Kampf hat beim letzten Mal deutlich schlechter geklappt. Da hat der Gegner irgendwie ein bisschen Glück gehabt. Ich weiß nicht, ich hatte einfach ein bisschen Pech in meinen Attacken, dass sie nicht getroffen haben oder was weiß ich. Und dann hat der Gegner echt ein bisschen Glück gehabt. Aber diesmal scheint es ja sehr gut zu klappen hier. So. Wieder Surfer. Spukball. Ja, das ist nervig. Die Attacke ist nämlich nicht wirklich schwach. What? Willst du mich total verarschen? Das ist ja wohl jetzt ein Scherz gewesen. So, Kraftwurzel. Seht, meine anderen Pokémon haben noch nichts eingesteckt, aber jetzt haben uns beide geheilt. Und ich werde wahrscheinlich nochmal Erdbeben versuchen, oder? Ja, werde ich nochmal. Nice. Denn Erdbeben hat ja nicht nur 100% die Wahrscheinlichkeit, sondern glaube ich nur 70% oder sowas. Wow, ey. Ist echt nicht gerade schwach. Das war's mit Banette. Und Sumpex geht in Richtung zu Level 51. So, noch zwei Klob schaffen. Nice. Nochmal Spukball. Werde ich mich heilen müssen. Na, wobei geht noch eigentlich, aber. Na, wobei das Risiko ist mir eigentlich zu groß. Wobei, wenn Zoomfax stirbt, ist auch nicht so das Mega-Problem. Ich lasse mein Pokémon eh ständig abkratzen, deswegen macht das eigentlich schon fast nichts mehr. Eisstrahl kann das, ja stimmt. Bringt nur nicht wirklich viel. Und ich glaube, das war's. Oder bleibt ein bisschen übrig. Nein, bleibt nicht. Und Zoomfax Level 51, sehr gut. 175 KP jetzt schon. Das meiste ist Hariyama, halt mit über 200 KP. Das ist schon echt eine Nummer, würde ich mal sagen. Ja, ich gehe gleich und betrete den nächsten Raum. Aber zuerst Kraftwurzel auf Sumpex. Und ich sollte so ein Teil nehmen, was alle AP auffüllt. Denn davon habe ich einige. Ne, nicht vollständig auffüllen, aber Elixier, genau. Füllt alle AP eines Pokémon um 10 Punkte auf. Das mache ich jetzt mal auf Sumpex. Denn der hat ja eben sowohl bei Erdbeben als auch bei Surfer einiges lassen müssen in diesem Kampf. So, die Frosinona. Wie heißt die? Frosi? Ich weiß es nicht. Aber die besiegen wir ohnehin, das in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir besiegen sie, aber eigentlich beim letzten Mal hat die richtig, richtig gut geklappt, als ich das mal versucht habe. Denn wie gesagt, ich habe es schon einige Male zwischendurch versucht, bei der Frosina zu landen. Ja, bei der Frosina zu landen ist nämlich gar nicht so einfach. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann, ciao.